Gott zum Gruße. Mein Name ist Egan, Lorenz Egan. Zu meinen Lebzeiten war ich einer der bedeutendsten und wohlhabendsten Bürger dieser Stadt. Mehrmals bekleidete ich das Amt eines Bürgermeisters von Augsburg. Und hier, am heutigen Butzenbergle, war es, als ich auf dem Weg zur Frühmesse, keinen Steinwurf von meinem Wohnhaus entfernt, einen toten Fuhrknecht fand. Sein Dienstherr hatte ihn wohl einfach vor die Türe gesetzt. Der elende Tod dieses armen Menschen hat mich so betroffen gemacht, dass ich mich Anno Domini 1410 entschied, die St. Antonspfründe zu stiften, ein Haus für 12 arme oder gebrechliche Männer. Und daneben ließ ich eine dem heiligen St. Antonius dem Großen geweihte Kapelle errichten. Wir befinden uns nun vor dem Eingang zum Pfründehaus. Es hat Brände, Seuchen, Kriege und andere Heimsuchungen überstanden. Nicht zuletzt dank zahlreicher Schenkungen von großherzigen Augsburger Bürgern konnte es über all die Jahrhunderte betrieben werden. 1813 wurde das Gebäude vom Magistrat der Stadt Augsburg übernommen und bis Ende 1965 als Altenheim betrieben. Seitdem ist es an eine Künstlervereinigung vermietet und dient als Atelierhaus. Es besteht auch heute noch eine Verbindung zur Altenhilfe, denn die Einnahmen aus der Vermietung des Stiftungsanwesens kommen auch heute noch den Einrichtungen der Senioren- und Altenhilfe der Stadt Augsburg zugute. Lassen Sie uns in eine dieser Pflegeeinrichtungen schauen und sehen Sie, wie auch im 21. Jahrhundert die Stiftung noch den Senioren und Pflegebedürftigen zugute kommt. Durch die Zuwendungen der Stiftung der Stadt Augsburg hat das Seniorenzentrum Lechrain viele, viele Möglichkeiten, den Bewohnern Gutes zu tun. Wir besorgen zusätzliche Hilfsmittel. Wir sind zwar in Hilfsmitteln schon sehr gut ausgestattet, aber ein i-Tüpfchen drauf schadet nie, sage ich mal so. Wir können Ausflüge machen, wir machen Gartenkonzerte und haben teilweise kleine Gruppen hier bei uns in der Einrichtung oder eben auch im Gartenbereich. Die Leute können verschiedene Projekte machen. Wir hatten letztes Mal einen Querflöter bei uns in der Einrichtung. Unter anderem hatten wir auch 2020 ein riesengroßes Malprojekt, mit dem wir auch die Stiftungsgelder verwendet haben. Wir haben Leinwände gekauft, wir haben Farben gekauft. Die Leute haben tolle Zeichnungen hinterlassen, muss ich sagen, haben Gefühle einleben lassen in das Ganze. Waren stolz auf das, was sie gemalt haben, waren stolz auf das, ja, was sie geschaffen haben. Und wir haben sie dann teilweise auch mit den Bildern fotografiert. Es war also eine Riesensache, muss ich sagen. Und dank der Stiftungsgelder ist dies eigentlich nur möglich gewesen. Und ich sage jetzt einfach so, wenn ein Bewohner was malt und in seine Gefühle eintaucht und
Urlaubserlebnisse durch Blau gestaltet oder Naturerlebnisse, Besuch im Siebentischwald, im Botanischen Garten, durch grüne Farben, egal wie das auch gestaltet ist. Er lächelt und das ist das Schönste, was ein Bewohner machen kann oder was wir machen können, dem Bewohner eigentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das finde ich einfach ganz tolle Sache. Vielen, vielen Dank für die Gelder. Es freut mich, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick in die von mir gegründete Stiftung geben konnte und deren Entwicklung bis in die Gegenwart. Sie sehen, dass Stiftungen auch nach über 600 Jahren noch durchaus lebendig sein können. Es mag sich zwar der Stiftungszweck im Lauf der Jahrhunderte wandeln, aber sie bewirken damals wie heute Gutes. Gehabt euch wohl!